Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal um eine Japansäge, Ryoba auch genannt. Diese kommt von Kaufland, kommt also aus der Serie von My Project. Und wir werden mal gucken, ob die qualitativ überhaupt was taugen kann. Diese Japan-Säge war vor kurzem bei Kaufland für nur 6,99 € im Angebot. Wenn ich die online auch finde, verlinke ich euch die auch unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch die im Online-Shop bestellen. Ansonsten guckt mal in den Filialen, ob die da noch irgendwie rumliegt. Kann natürlich gut sein. Und ich weiß nicht, ob die in einem Preis hochgezogen wird. Wahrscheinlich werden die dann auch für den Preis noch weiter abverkaufen. Ich glaube, mit der Kaufland-Karte gab es irgendwie nochmal 20% extra. Müsst ihr euch mal kundig machen. Ist immer Tagespreis. Gab es jedenfalls mal für 6,99 €. Ich denke, dass die jetzt nicht unbedingt das Dreifache kosten wird, wie auch immer. Auf jeden Fall hier eine Säge, die auf Zug funktioniert. Das heißt, nicht so wie unsere Sägen hier in Deutschland. Das hört sich auch so blöd an. In Europa hauptsächlich. Die funktionieren ja so, indem man die dann auf Schub macht. Das heißt, wenn man die nach vorne zieht, funktionieren die, und bei diesen Ryobas ist es eben andersrum. Die sägen dann, wenn man sie zu sich hinzieht. Und das mag dann für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen ungewohnt sein, muss man sich dann dran gewöhnen, aber so kann man dann tatsächlich noch wesentlich präziser arbeiten. Es gibt natürlich auch wesentlich kleinere Sägen, muss man auch sagen. Das ist jetzt schon ein bisschen ein wuchtiges Teil. Da kann man vielleicht sogar mal einen Ast mit ausdünnen oder sowas. Und wir haben hier zwei verschiedene Sägeseiten, werden wir uns auch gleich nochmal angucken. Ich habe mir mal, die Story habe ich schon mal erzählt, ich habe mir mal aus Japan direkt eine Säge mitbringen lassen. Die hat ein Kumpel mitgebracht, als er da in irgendeiner Präfektur zu Besuch war, hat sich das alles mal angeguckt, hat gesagt, womit kann ich ihm eine Freude machen, bringe ich mal so eine echte Japan-Säge mit. Ihr seht, hier sind auch einige japanische Schriftzeichen drauf. Habe ich so hier in Deutschland so noch nicht gesehen. Ist eine ganz tolle Säge und ich werde das jetzt gleich mal vergleichen mit dieser Säge. Wir können ja hier vorne das Ganze einmal abmachen. So sieht die Säge dann tatsächlich aus. Wir haben hier, wie gesagt, zwei Seiten. Einmal eine wirklich grob verzahnte Seite, die sieht dann so aus. Die Zähne sind auch leicht geschränkt, nicht wirklich stark, aber ja, man hört es, die liegt nicht 100% plan auf. Es gibt auch welche, die liegen dann 100% plan auf, und es gibt noch welche, wo die Zähne noch weiter verschränkt sind. Das heißt, ein Zahn steht in diese Richtung, ein Zahn steht so ein bisschen in diese Richtung. Das ist natürlich dann für Feinschnitte nicht so toll. Ich denke mal, das ist so eine mittlere Art. Und hier ist das so breit wie das Sägeblatt oder so stark wie das Sägeblatt. Ein ganz kleines bisschen mehr, würde ich hier sagen. Die Zähne sind nochmal extra gehärtet. Das sieht man daran, dass die hier eine andere Farbe haben. Die werden dann nochmal heiß gemacht und dann in Öl wahrscheinlich abgeschreckt oder was, und dann sind die noch mal besonders hart. Und auf der anderen Seite haben wir eine etwas feinere Seite, damit können wir dann noch feiner sägen, und hier aufgelasert oder aufgedruckt ist hier noch mal My Project. Dann könnt ihr das natürlich auch lösen hier über dieses Rädchen, und dann könnt ihr das Blatt tatsächlich dann auch entnehmen. Will ich jetzt einmal nicht machen. Ich lasse das jetzt einmal hier drin. Und dann könnt ihr theoretisch hier noch ein anderes oder ein gleiches Blatt dann reinsetzen. Aber ich denke mal, das Blatt, wenn man das extra kauft irgendwie, dann kommt das sicherlich schon teurer, als wenn man hier die ganze Säge kauft. Hinten, das solltet ihr auf jeden Fall dann nochmal abmachen, wenn ihr damit sägen wollt. Auch dann mit Waschbenzin oder irgendwie einer Verdünnung oder was, dann die Klebereste entfernen. Denn das ist das alles, was dann tatsächlich blockiert. Finde ich also nicht gut, dass man das hier draufgesetzt hat oder draufgeklebt hat. Das könnte man auf jeden Fall besser machen. In der Oberseite des Blattes befindet sich hier noch eine Lochung, und so könnt ihr die Säge dann auch an eure Arbeitswand, an eure French-Klebwand oder was dann auch hängen. Ist natürlich auch immer super, so nehmen die natürlich dann weniger Platz weg, als wenn die dann irgendwo rumliegen. Der gesamte Griff hier hinten ist komplett gummiert bis hier vorne auf das Rote. Das Rote ist dann Hartplastik. Ich finde es tatsächlich ein bisschen wuchtig, muss ich sagen. Wenn man das jetzt hier mal mit dieser anderen Original-Japan-Säge vergleicht, gut, der Griff ist vielleicht sogar der gleiche, aber vorne ist es auf jeden Fall deutlich kürzer. Müsst ihr sehen, ob ihr damit zurechtkommt. Damit kann man natürlich lange Meter machen. Wenn man damit zieht, einmal durchzieht, dann bekommt man natürlich recht schnell einen recht weiten Schnitt. Hier hinten habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze aufzuhängen. Hier ist auch nochmal eine Lochung drin. Und zu guter Letzt gibt es hier auch nochmal den Zahnschutz. Also hier sind solche Plastikteile, die man dann drüber ziehen kann, sodass man dann die Zähne nochmal schützt. Ihr solltet das Ganze dann auch säubern, gerade wenn ihr irgendwie Nadelholz oder sowas mitschneidet. Denn ein bisschen Haar
Harz ist immer drin in den Hölzern. Und das setzt sich natürlich dann auf diesen Zähnen auch ab. Und von Zeit zu Zeit solltet ihr das Ganze dann vielleicht mal mit Harzlöser oder sowas. Manche schwören auch auf Ballistol, habe ich auch schon mitprobiert. Könnt ihr Ballistol zum Beispiel draufschmieren. Kann ich euch alles unten mal verlinken, Harzlöser und sowas. Und dann könnt ihr diese Zähne damit sauber wischen und dann hält so eine Säge natürlich noch etwas länger. Jetzt muss man natürlich sagen, wie wertig ist so eine Säge, wenn ich da 7 Euro oder noch weniger für ausgebe. Ob mir das Ganze wert ist, das Ganze dann so zu pflegen oder einfach zu sagen, na, dann kaufe ich eine neue. Wir sind ja heutzutage in der Wegwerfgesellschaft und ich denke mal, die Frage muss sich jeder für sich selber stellen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so eine Säge dann säubern würdet und pflegen würdet und. Oder ob ihr sagt, nee, dann kaufe ich lieber gleich zwei und dann schmeiße ich mal eine weg. Was wir jetzt mal machen können, ist, wir können das Ganze einmal messen in der kompletten Länge. Oh, da reicht das schon gar nicht hier. In der kompletten Länge sind wir hier bei etwa 65 cm. Der Griff selber ist 33 cm und dann haben wir 32 cm an Sägeblatt. Die Fläche ist allerdings nicht ganz bis hinten. Ich kann euch die Sägefläche ja vielleicht auch nochmal sagen. Für manche ist das ja vielleicht auch interessant. 30 cm ist hier die Zahnung tatsächlich von beiden Seiten dann gefasst. Jawohl, 30 cm habt ihr hier tatsächlich Sägezähne vorhanden. Probieren wir es mal aus. So Leute, Material habe ich einmal geholt. Ich habe hier einfach so ein, weiß ich was, Kiefer oder was das ist, einmal eingespannt. Wir können das jetzt einmal mit der groben Seite probieren abzusägen. Das macht man dann wie folgt. Man kann dann hier auch, wie wenn ihr so ein Messer führt, wenn ihr mal so Kochsendung oder was gesehen habt, dann einfach so ein bisschen das Ganze stabilisieren. Dann wird das gerade. Das ist eigentlich ein guter Tipp. Aber damit ihr hier was seht, werde ich das jetzt einmal hier so lang ziehen. Und ihr seht schon, das ist wirklich sehr, sehr grob das Ganze. Und ihr müsst euch wirklich dann darauf einstellen, dass ihr, wenn ihr zu euch hinzieht, dass dann geschnitten wird und dann eben Druck ausgeübt wird und dann eben drucklos wieder nach oben gefahren wird. Ansonsten habt ihr nämlich dann irgendwie ein Z im Sägeblatt drin. Das wollt ihr natürlich auch nicht. Bei dieser großen Säge empfiehlt sich das Ganze natürlich, so wie ich das jetzt auch mache, dann beidhändig vielleicht zu machen. Und ihr seht, das ist jetzt auf jeden Fall hier abgelenkt. Ich habe ein bisschen zu viel gedrückt, das sollte man nicht. Also einfach die Säge sägen lassen. Und an sich habt ihr dann hier erstmal ein wunderbares Schnittbild. Dafür, dass das jetzt so grob war, ist das eigentlich gut. Und es ist auch sehr, sehr gerade geworden. Schaut euch das mal an. Ja, ganz leicht schief oder sowas. Dafür könnt ihr euch das Ganze nochmal markieren. Einfach einen Bleistiftstrich machen in der senkrechten, einen Winkel anlegen. Und dann könnt ihr daran entlang sägen. Aber ihr habt gesehen, ich habe jetzt mal schnell gesägt. Jetzt nehmen wir mal die feine Seite. Und ihr seht, wie tief die schon beim ersten Zug tatsächlich eintaucht. Das ist also schon mal sehr gut. Einfach die Säge sägen lassen mit ganz wenig Druck arbeiten oder gar keinen Druck. Und zum Ende hin wirklich ganz wenig Druck, dass ihr da wirklich dann schön durchtaucht durch das Holz. So. Das ist jetzt also auch schön abgesägt worden. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Seite das war. Das war die grobe und das war die feine Seite. Hier ist es ein bisschen feiner, das Ganze. Und das ist eigentlich wunderbar geworden soweit. Jetzt probieren wir das Ganze mal in Längsholz aus. Dafür muss ich hier mal meinen Schraubstock einmal umstellen. Das ist schön, dass man den hier schwenken kann. So, und dann probieren wir hier mal in Längsholz reinzuschneiden mit der feinen Seite. Schaut mal, wie das geht. Also auch in Längsholz hier absolut gar kein Problem, damit sauber dann zu schneiden und einen richtigen Schnitt hinzubekommen. Probieren wir nochmal die grobe Seite aus. Habt ihr natürlich noch schneller ein Ergebnis, wenn es auch etwas unsauberer ist. Aber ihr seht, Schnitte bekommt man hier hervorragend hin. Und das könnte man jetzt theoretisch sogar ausklinken, wenn ihr das natürlich gerade dann heruntersägt. Dann könnt ihr hier mit einem Stechbeitel oder sowas das Ganze dann auch ausklinken. Und dann habt ihr hier quasi eine Form. Probieren wir das Ganze mal ein bisschen feiner aus. Ich habe jetzt hier so ein ganz dünnes Rundholz. Ich habe das jetzt einfach mal so eingespannt. Grundsätzlich gibt es dafür auch so Schonbacken. Die sind dann hier so ein bisschen aus gummiertem Material und die könnt ihr dann magnetisch hier auf so einen Schraubstock draufsetzen. Kann ich euch auch mal verlinken für die Leute, die es noch nicht gekannt haben. Vielleicht eine ganz interessante Sache. Und jetzt sowas Filigranes eben abzulängen, das ist natürlich funktioniert. Das ist natürlich immer eine Herausforderung, denn mit vielen Sägen musst ihr... Denn mit vielen Sägen müsst ihr natürlich so viel Druck aufbringen, dass das einfach nicht funktioniert, dass euch dann das Material wegreißt oder die Säge verspringt. Aber schaut mal,
So, das war jetzt hier. Das war jetzt hier dann gar kein Problem. Ein bisschen was ist unten noch stehen geblieben. Also tatsächlich hier auch noch zu viel Druck ausgeführt. Aber schaut euch mal das Schnittergebnis an. Ansonsten ist das hier wunderbar gelaufen. Das hier, das schleifen wir dann eben weg. Und grundsätzlich funktioniert das auch bei solchen dünnen Hölzchen. Also ich denke mal, grundsätzlich könnt ihr mit dieser Säge hier sicherlich nichts verkehrt machen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu dieser Säge hier denkt und vor allen Dingen auch zu diesem Preis. Und ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, wenn ihr diese Säge dann schon daheim habt, was ihr damit für Ergebnisse habt oder was ihr dann, für was ihr diese Säge generell angeschafft habt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.